Ausgangspunkt. Ja, ich meine, wo ja, das andererseits, halt, wo wissen, sollen wir wo sonst wir... hingehen? Ich meine, was bringt uns das? Ja, das stimmt, was sollen wir sonst hingehen? Weil wir müssen ja eh in den Nether und nachher ins Ende. Ja, aber die wissen doch jetzt, wo wir hier uns niedergelassen haben, ne? Das ist vielleicht noch ein bisschen ein Nachteil. Ja, und was soll denn das denn bringen, dass die wissen, wo wir sind? Das können ja nichts machen. Ja, das stimmt natürlich auch wieder. Oh, ich habe eine Höhle gefunden. Aber leider habe ich keine Dingens, um das auszuleuchten. Ja, sehr gut. Oh ja. Aber wenn wir Eisen haben wollen, dann... Ich habe Kohle gefunden übrigens. Oh, ich habe auch Kohle. Aber da will ich irgendwie nicht dran. Euch hier in die Richtung. Alter, hier ist gefährlich. Hier sind voll die krassen Geräusche, ey. Ich muss da mal lieber ein bisschen vorsichtiger. Sogar alle noch alle Herzen, ey. Yay! Ja, wir können uns das gießen, ne? Ja, das Nether-Portal kann man sich gießen. Ne? Ich Kohle gefunden. Oh, hier ist ein Loch. Ist was los? Hier ist ein Loch. Ja, ja, das habe ich auch gefunden auf meiner Seite. Schnell zu machen. Zack! Sehr gut. Ja, mach uns mal ein paar Fackeln, dann kann ich auf der anderen Seite auch weitermachen. Ja, okay. Pastikis, ein bisschen Kohle. Weil ich hab da zwar auch Kohle gefunden, kann aber nicht hin, weil ich da nichts sehe. Ja, deine Mutter, hier hast du ein paar Fackeln. Fett. Jawohl, nice, danke schön. Ach, da diese fucking Höhle da. Hast du noch so zwei, drei Fackeln? Ja, habe ich. Moment, ich mach hier mal kurz dicht. So. Oh ja. Boah, hier geht ja echt die Luzi ab. Die Geräusche sind furchtbar. Okay. Oh, jetzt habe ich dir alle gegeben. Kannst du mir ein paar zurückgeben? Oh ja, ganz viel Kohle. Oh, jawohl, dankeschön. Oh, mir fehlen drei. So, dann gehen wir einfach mal weiter in die Tiefe, weil es ist ja Nacht. Was sollen wir groß anderes tun? Außerdem brauchen wir Ressourcen ohne Ende. Bitte denn, wer von den anderen zuerst drauf geht? Oh, keine Ahnung. Oh, Frage. Sepp hat das bisher halt noch nie gespielt, aber ansonsten... Vielleicht ja auch niemand. Ach ja, ach du Scheiße, ja stimmt. Für diese Glowing Sticks, ne? Oh Gott. Ja, dafür müssen wir in den Nether gehen und kein Damage bekommen. Lohn killen. Das ist natürlich richtig geil in der Ultra Hardcore Season immer gegen Lohn kämpfen. Weil du kriegst auf jeden Fall Damage immer irgendwie. Das wird nochmal richtig tricky im Nether. Ah, jetzt ist hier schon wieder so ein fucking Loch. Ja, ich muss die auch die ganze Zeit zubauen hier. So. Ja, was geht denn da unten ab? Wie viel fährt der da anscheinend? Oder ist ein Enderman? Guck den bloß nicht an, Alter. Endermen machen so viel Damage. Oh, ja, eine oh Gott. Ja, auch ein Enderman. Wo war denn der bei dir, Hardy? Der ist in der Höhle drin. Geh mal gucken. Wahrscheinlich nicht. Nee, ist noch Höhle. Dunkel. Alles dunkel draußen. Persönlich mag den Ultra-Hardcore-Mod ja unwahrscheinlich gerne, weil Minecraft dadurch nochmal so... Scheiß die Wand an. Ja, ach scheiße, hier ist schon wieder so eine Höhle. Ja, genau. Gute Idee. Vielleicht doch lieber mit Stein. Weil der Adrenalin doch ziemlich krass steigt, wenn man irgendwie da durch die Gegend läuft und... Eisen! Juhu! Jeder Schritt kann halt der letzte sein und dann muss man aus dem Projekt ausscheiden. Eisen ist nice. Oh ja, Dschungel brennt, ich bin... Oh Jay. Gott, nicht im Ernst. Der labert sowieso wieder nur Scheiße. Spacken, ja. Boah, draußen gucken gehen war keine gute Idee, da guckt mich direkt eine Spinne an. Ach, der hat eh nur Bullshit gelabert, als wenn der Dschungel brennt. Ach, ja. Ey, guck mal an, wir haben ein Hühnchen hier drin. Die Spinne direkt vor der Tür, ja, herzlichen Glückwunsch. So. Oh ja. Oh ja, da sagst du was. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich gesagt habe. Aber scheint offenbar was sehr Kluges gewesen zu sein, denn Hardy stimmt mir zu. Aber mit Tripwire dürfen wir Fallen bauen, oder?
Ach so, um die Debatte geht's. Ja, man darf mit Tripwire fallen dann. Oder so? Ja, du darfst da haben ja wir eigentlich Haus schon alles für. Ja. Ja, darum den anderen halt zu trollen, ohne ihn direkt zu trollen, sondern halt indirekte Trollerei, irgendwo irgendwas aufbauen. Man ja, darf halt nicht ich glaube, die Gruppen gehen ist irgendwie sinnvoller. Die Richtung, in die du baust, ist irgendwie besser. Ja, meine ich Richtung ist scheiße. Jetzt neues Werkzeug. Ja, das sagst du, warte, das brauche ich wohl auch. Ich hab noch Holz. Ich hab Holz. Tu ich mal hier eine Kiste. Und hast du kein Holzstäbchen mehr? Eine Kiste ist Holz. Ich sehe Eisen. Ja, da fehlt mir wohl ein bisschen Stein. Dumm-di-dumm. Ja, da sind halt noch bis da. Da unten ist ganz viel Eisen. Oh, das ist so verlockend. Ja, die Spinne ist ein bisschen kacke hier. Peter, meinst du, was ich hier tue? Aber warte mal, Peter, wenn ich nur eine Tür aufmache, dann kommt die aber nicht hier rein. Leute. Okay. Ihr müsst unbedingt, wenn ihr im Dschungel rumlauft, aufpassen. Da ist ein Riesenloch. Alter, guck dir das mal an. Komm, du kleine Nutte. Komm. So. Nice, Harry. Dann haben wir schon die ersten Seiden. Die brauchen wir natürlich für Bögen und so weiter und so fort. Oh ja. Das ist gut. Hä? Ja, komm mal gucken. Also hier, wo ich gebuddelt habe, bist du direkt im Dschungel. Moment, was meinst du? Welches Loch? Pass auf, hier kriechen. Da oben. Das ist alles offen. Oh lol lol, ja sicher. Wo kommt das denn her? Oh, da ist hier Eisen. Ist Eisen. Unter oder uns. Ja, ich weiß, aber da unten ist auch Eisen. Geil, hier ist noch mehr Eisen. Alter. Ist aber ordentlich Eisen. Ja, ist aber auch ordentlich gefährlich. Ich baue das mal eben. Ich baue das mal eben kurz hier ein bisschen. Ja, raus. Ich komme jetzt auch mit. Ah, das ist wieder Tag. Natürlich, es geht wieder raus. Oh, muss man sich hier nicht. Oh, was ist das hier? Ne, ganz cool. Bisschen Holz vor. Oh, 8 Eisen. 8 Eisen ist gut. Rennt ihr das schon? Was? Ich hab das Eisen auf einmal direkt da reingepackt. Ich hab das mal rausgenommen, natürlich das hier nicht. Irgendwo noch Kohle? Ich hab Kohle. Warte. Das mal in den Ofen da rein, damit das Eisen fackelt. Ach so. Oh. Verzaubert wohl eigentlich am besten, oder? Ja, Verzauberung ist natürlich auch wieder so eine Sache, wobei das geht. Dafür brauchen wir halt. Hat der Spacko denn den Dschungel angefangen? Ach, der hat ihn nicht angefackelt, der hat eh gelabert. Das darf der, glaube ich, auch gar nicht. Wir raiden hier immer noch von Jay und seinen komischen Psychotricks. Der ist ja genauso wie der Bram. Ja, dafür sieht das mit Essen nicht so gut aus, bis auf die paar Hütchen, die da hier durch. Ja, Holz haben wir natürlich satt. Ja, Essen müssen wir mal gucken. Wobei wir schon ein bisschen was haben eigentlich vom Anfang. Ja, ich kann ja auch gleich mal anfangen, da so ein Feld anzubauen. Ja, das ist vielleicht keine schlechte Idee. Melonensamen wären geil. Ja. Alter, wie viele Zombies da sind, ey! Leck mich am Arsch. Melonen brauchen wir sowieso für Glistering Melons. Aber das kommt alles erst noch viel später. Tötet ihr die Hühner oder lassen wir die leben und vermehren die? Ach, töten. Ach, scheiß auf Tiere, ey. Wenn wir Brot haben, dann reicht das eigentlich. Ja, würde ich auch sagen. Ja, aber wo sind Tiere, ist die Frage. Wo sind sie? Ich sehe keine. Menno! Ja, natürlich. Schweine und so ein Kram wirst du ja hier nicht mehr finden. Nee, die Schweine. Ja, genau. Vielleicht haben die anderen die ganzen Tiere schon gekillt, weil sie weitergezogen sind. Das werden wir dann mal sehen. Immerhin sind die noch nicht verlaufen, ja. So, das heißt, du tötest die Hühner dann? Ja, ich töte die. Okay, dann werde ich dir gleich tun. Bram ist die ganze Zeit am Quatschen, wie bekloppt, ne? Hä? Achso, hörst du den nebenan, oder was?
Den höre ich bis hier. Ja, dafür muss ich dann aufstehen, also so. So dünn sind ja, genau, die Wände auch nicht. Weil die sind überhaupt nicht dünn. Hier sind Kühe. Yay! Direkt mehrere Kühe. Okay, Sternstil. Gehört. Wo bist du? Scheiße. Und die Tiere alle, Alter, voll weggesplasht. Wie die alle in den Bäumen weghängen. Eingeklemmt sind. Aha, die atmen schon wieder schwer. Hat nicht leicht im Leben, der Junge, unser kleiner Hamburger. Noch. Ja, gucken wir mal weiter. Und dann Party. Aber nice. Verdammt, ich wüsste echt gern, was ich in dem Moment gesagt habe. Was ist denn das, ey? Und dann Party. What the fuck? Oh mein Gott, das ist echt blöd. Aber ich kann euch immerhin schon mal sagen. Ich höre auch die ganze Zeit schon Huhn, aber ich finde das nicht. Zum Zeitpunkt dieser Nachsynchronisierung sind die Aufnahmen der Ultra-Hardcore-Season noch nicht abgeschlossen. Also ich weiß noch nicht, wie das Ganze endet. Ich weiß nur, wie der aktuelle Stand ist, aber den sage ich euch natürlich nicht. Was erzähle ich da jetzt schon wieder für einen Quatsch? Wieder für unfassbare Weisheiten? Muss irgendwas Wichtiges sein, denn ich habe Christian unterbrochen und er fängt nicht wieder an zu reden. Ich meine, Ultra-Hardcore-Season ist ja klar. Man hat eine ganz klare To-Do-Liste. Erstmal nicht sterben, steht ganz 13 oben. 13 haben wir jetzt. Das beinhaltet halt möglichst viel Essen anzusammeln. Außerdem muss man halt zum Enderdrachen kommen. Das wiederum heißt, erstmal muss man nicht sterben, genau. Das heißt, man muss Heilung haben. Das heißt, man muss Gold haben für die Goldäpfel, wofür man dann nicht wie in der normalen Version so einen Scheiß braucht, sondern man macht Gold. Alles, Barren. Was du sagst, Peter, du bist hier der Hardcore-Pro. Ja, sehr gut. Man braucht Goldbarren. Ich mache hier erstmal drei Iron Boots. Für die Goldäpfel. Das heißt, man braucht 8 Goldbarren. Im Dschungel muss man total aufpassen, wenn man durch die Gegend läuft, dass man nicht irgendwo runterfällt, ey. Ja, das ist überall echt Löcher in den scheiß Baumwipfeln. Hier, Hardy, hast du deine Boots. Alter. Alter, wo kommt das her? Aha, die super. Hast direkt mal Damage gekriegt, oder was? Brennt. Lass es verbrennen, Alter. Die hat mir schon 2 Damage gemacht. Toll. Hardy hat 2 Damage. Oh, Mann. Ja, das Skelett, das stand einfach auch mal vor mir. Das geht natürlich gut los, weil der Hardy einfach scheiße ist. Ja, chill dich. Noch ist alles cool hier. Ich find unseren Dschungeltempel gerade irgendwie nicht mehr. Oh mein Gott. Oh, ich hab Schuhe. Oh, fett. Also, und man braucht ja natürlich Tränke. Ich bin schon auf mich zur Küste. Sonst kann man den ganzen Scheiß wieder knicken. Dafür braucht man natürlich auch mal eben wieder, dafür braucht man dann sogar 9 Goldbarren, nehmen. Nämlich einen Goldblock. Alter, hier sind 6 Hühner oder so eingesperrt, haben wir geil. Achso. Für die Glistering Melon. Das heißt, man muss in den Nether, das heißt, man muss Lohn töten, das heißt, man muss Warzen finden. Ich auch mit. Und man muss dann im Endeffekt ganz viele von diesen Endermans killen, damit man die Festung vom Drachen findet und da muss man den Drachen auch noch killen. In Season 3 haben wir zu viert angefangen, mit Hardy und Jay und Dennis und ich. Und im Endeffekt haben bis zum Ende nur noch Jay. Wo zur Hölle ist der Tempel? Ich finde den nicht. Und geh doch am Strand lang eventuell. Haben Jay und ich nur noch gelebt und haben halt den Drachen tatsächlich besiegen können. Dennis ist draufgegangen. Wir sind aber nicht aus der Wüste gekommen. Aber hier ist ein Apfel. Da ist schon eine Wüste in der Nähe. Hardy ist im End gestorben. Ah, sie haben herausgefunden, dass du Damage gekriegt hast, Hardy. Das ist natürlich hier gerade ganz schön gefährlich. Ein Blitzmerker. So, wie ging das denn nochmal hier mit den Skeletten? Ja, wird da nicht so mit wie ein Trick oder so?